Wojtek, hat er schon seine Erbsen gegessen? Jawohl, Herr Doktor. Wojtek, nichts als Erbsen. Jawohl, Herr Doktor. Unter unseren Sohlen. Also an der Figur Wojtek hat mich vor allem interessiert, dass wir ihn als Mensch zeigen, also als einen Menschen, den wir verstehen. Er ist nicht einfach psychisch gestört oder hat Wahnvorstellungen, sondern es hat seinen klaren Grund, warum er was wie macht und was ihm wie widerfährt. Und das klar zu zeigen, dass wir uns wirklich in ihn hineinversetzen können, das war uns ein großes Anliegen und ich glaube, das ist auch gelungen. Er hat ein Kind, wie unser hochehrwürdiger Garnisonsprediger sagt, ohne den Segen der Kirche. Herr Hauptmann, der liebe Gott wird den Armen wohl nicht drum ansehen, ob das Amen darüber gesagt ist, ehe er gemacht wurde. Der Herr sprach, lasset die Kindlein zu mir kommen. Sagt er da? Was ist das denn für eine kuriose Antwort? Er macht mich ganz konfus mit seiner Antwort. Wer? Er. Wer? Er, wenn ich sage er, dann meine ich ihn, ihn. Wen? Ihn! Wojtek! Ach, mich meint er. Georg Büchners Sprache kommt natürlich aus einem anderen Jahrhundert. Gleichzeitig ist es eine ganz eigene Sprache, die er hat, die sehr, sehr bildkräftig ist, wenn man sie wirklich durchdringt. Oh, das ist Hohlkopf. Oh. Und was ist das, Herr Doktor? Hä? Das ist Einfalt. Ich empfehle mich, geehrtester Herr Exerzierzahn, gleichfalls bester Herr Sargnagel. Wir haben drei junge SpielerInnen, die alles spielen in diesem Stück. Also diese Grundidee war klar, aber wer dann was, wann, wie spielt, haben wir tatsächlich während den Proben erst entwickelt. Büchners Wojtek ist unglaublich lebendig und man versteht wirklich, worum es Büchner in Wojtek ging. Und die drei SpielerInnen machen einfach wahnsinnig Freude. Deswegen unbedingt reingehen.